Huh, was geht ab? Und herzlich willkommen auf Who Crew Island Tomodachi Live. Mit euch erstellt euren Mii. Das ist echt easy. Über das Formular geht das, na klar. Dann wird es verrückt. Und ihr seid entzückt. Tomodachi Live. Mit euch. Oh, das ist so gut. Ich freue mich so auf dieses Projekt, Alter. Ich hoffe, ihr mögt das Intro auch. Huh, zu einer weiteren Folge, beziehungsweise der offiziellen ersten Folge von Tomodachi Live mit euch. Und ja, wer das zum ersten Mal schaut, der hat wahrscheinlich mein Weihnachtsspecial nicht gesehen, aber halb so wild. Entweder ihr schaut es euch nach dem Video an oder ihr checkt den ersten Link in der Beschreibung ab, denn da ist ein Formular verlinkt, in dem ihr euch erstellen könnt, damit ihr dabei seid. Und das werde ich als erstes machen. Ich werde als erstes schauen. Erstmal hier im Rathaus ist was Neues. Was auch immer. Wir werden auf jeden Fall ein neues Mii registrieren. Und nicht nur eins. Also, jetzt werdet ihr erstellt. Und das werden wir tun. Ich erstelle euch schnell. Okay, jetzt ist folgende Sache. Und zwar steht hier bei Spitzname des Mies im Formular steht Stühlchen. Und ich glaube, dass es Stühlchen heißen soll. Wir hören uns mal das kurz an. Stühlchen. Das ist auch Stühlchen. Okay, lass es mal so. Wenn es mit E gemeint war, dann schreib es gerne in die Kommentare, dann ändere ich das im Nachhinein. Das ist ja kein Ding. Aber es spricht ja trotzdem Stühlchen aus. Also ich denke, das passt dann schon. Oh, falsche Taste. Damit vielen Dank an Stuhl für das Einreichen des Formulars. An Heiligabend um 20.45 Uhr. Vielen Dank. Und wir speichern dieses Mii. Okay. Der Charakter von Stühlchen. Erster Eindruck kühl. Charakter zurückhaltend, vorsichtig, stur, vernunftgestellt, nüchtern und nachdenklich. Zeigt nur selten, was im Inneren vorgeht. Denkt vor dem Handeln gründlich nach. Ist allerdings manchmal etwas zu steif. Ich hoffe, dir gefällt dein Mii. Und da ist Stühlchen. Ich finde die Schreibweise so lustig mit dem D, ey. Oh, gleich was mit Freundschaft hier. Was geht ab? Ey, was ist denn los, ey? Willst du gleich mit wem sich befreunden, oder was? Anfreunden. Ich heiß Stühlchen. Ich zeige selten, was ich denke. Okay. Ich wäre so gern mit Marie befreundet. Oh, das ist sehr sympathisch. Ja, na klar. Also ich würde sagen, also so Freundschaft würde ich jetzt auch nicht so sagen, dass ich da irgendwie nie was nicht zulasse oder so. Ich finde hier in der Community, in der Who Crew und auch hier auf Who Crew Island sollte jeder miteinander befreundet sein dürfen. Über was unterhält man sich? Intellektuelles, ernsthaftes, Gerüchteküche. Ich finde die ersten beiden sehr interessant, so. Über was könnte man sich so unterhalten? Aber ich bin ein lustiger Typ, deswegen sagen wir mal lustig. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich sehe so blöd aus, ey. Oh. Die Brille ist halt so falsch, aber ich wollte mir eine Brille geben, weil ich nie eine Brille hatte als Mii. Und gut, haben sich schon Leute gesagt, hey, wieso hast du Sommersprossen? Du hast doch in Real Life keine Sommersprossen. Aber okay, man muss ja nicht 1:1 aussehen. Und man hat sich angefreundet. Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Ist gut gelaufen. Hier konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Das freut mich. Ja, die Freundschaft ist wichtig hier, auch in Tomodachi Live hier. Es heißt auch Tomodachi Live. Tomodachi steht ja für Freund. Oder, ja. Heißt ja Freundschaftsleben. Okay, wir haben ein Geschenk bekommen, einen Reisegutschein. Und man kann eine Mii über das Geschenksymbol eben solche Dinge verschenken, was ziemlich cool ist. Aber Geschenk, sowas behalten wir mal, wenn jemand sehr traurig ist zum Beispiel. Da lohnt sich das. Du bist erst heute eingezogen. Wie kannst du so eine Aussage treffen? Aber wenn du schon da bist, kriegst du gleich was zu essen. Was machst du denn zu essen? Eine Wurst. Nein, wir haben nicht so viel. Ich glaube, ich gebe dir mal einen Salat. Warum nicht? Salat ist gesund. Und, ja. Okay, es war anscheinend ein Glückstreffer. Stühlchen hebt einfach ab. Also Stühlchen, wenn ich dich das nächste Mal in Real Life sehe, ich lade dich auf einen Salat ein. Lecker. Wunderbar. Es ist einfach nur fantastisch.
Okay, absolute Leibspeise, einfach Salat. First Pick, einfach direkt Bestes. Okay, wunderbar. Okay, dann sag ich mal Ciao auf jeden Fall. Schau mal kurz noch zu den anderen, bevor wir das nächste mir erstellen. Hi, Bluespring, wie geht's dir denn? Ich heiße Bluespring. Ich nehm's mit Regeln sehr genau. Stimmt, ich habe im anderen Part der Bluespring noch gar nicht gezeigt. Bluespring hat's selbst erstellt, beziehungsweise mir das Formular als Test, also hat mir sehr geholfen, weil als ich Bluespring das Formular machen lassen habe, habe ich gemerkt, oh, ich habe einige Sachen vergessen. Ich habe zum Beispiel die Lieblingsfarbe vergessen. Und noch so ein paar andere Sachen. Also vielen Dank an Bluespring, by the way. Was könnte ich denn nur sagen, wenn ich mich gut fühle? Okay. Also wenn euch irgendwas Lustigeres einfällt als mir, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann kann ich das auch mal noch ändern. Was würde Bluespring sagen, wenn sie sich gut fühlt? Überlege ich mal kurz. Ich muss sagen, das ist schon am lustigsten. Dann schauen wir mal, ob das zu dir passt, Bluespring. Echt jetzt? Y? Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, also Bluespring, wenn dir was Besseres einfällt, dann schreib's wirklich gerne in die Kommentare. Redet mein Ebenbild in deiner Welt eigentlich auch getroffen wie ich? Was soll das denn heißen? Das musst du beantworten, Bluespring. Okay, du kriegst auch was zu essen, obwohl du hast schon was im Magen tatsächlich. Dann würde ich sagen, kriegst du nächstes Mal wieder was zu essen. Dann schau ich noch kurz zu meiner Wenigkeit. Hallo. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Gerne, wieso ist der Schluck auf? Um hat der wer nicht gedacht? Machen, sammeln wir jetzt Spenden. Ach so, ja, das komm ist gut. Es gibt Spenden, okay, wunderbar. Ich will nicht rausgehen, okay. Ich muss mein Haus verlassen? Muss ich das jetzt anklicken? Ich glaube schon. Ja, es gibt eine Einmeldung. Okay, let's go. Von mir selbst, höchstpersönlich, okay. Einmeldung. Am Glücksbrunnen wurde ein Sparschwein für Spenden aufgestellt. Jeder kann mit seiner Spende Hukreffi zu einem noch schöneren Ort machen. Was, Hukreffi? Hat er jetzt echt Hukreffi gesagt? Hukreffi? Das Ebenbild von Mario wird damit die Insel zu einem Ort der Schönheit machen. Es wird nur einen Spendenaufruf pro Tag geben. Vergesst also nicht, am Glücksbrunnen vorbeizuschauen. Ja, das machen wir dann schon. Außerdem wird es nach dem Spendenaufruf diverse Veranstaltungen am Glücksbrunnen geben. Das ist wunderbar. Danke fürs. Ich kann mich erinnern, die Rap-Battles, die Wortkette-Wettbewerbe und es ist einfach fantastisch. Wir machen das gleich. Wir gehen erstmal Essen kaufen, würde ich sagen. Gehört doch dazu. Ah ja, das sage ich euch auch noch. Das Spiel sagt mir immer vorweg, was ich sagen möchte. Kaviar, damn. Okay, wir nehmen einmal Kaviar, weil das viel zu teuer ist. Karamell. Ich würde sagen, wir nehmen von allem erstmal eins. Dann kommen wir da, glaube ich, ganz gut um die Runden. Ist im Katalog jetzt das, was ich schon mal gekauft hatte? Nein, das sind doch noch andere Sachen. Eine Lachsmüllerin. Ein Spaghetti. Ein Weißbrot. Okay, wunderbar. Eine Grapefruit. Aber hier zum Beispiel die anderen Sachen, die ich schon gekauft habe, die sind quasi schon da. Aber das gibt's nix. Okay, dann gibt's nix. Oh, ich habe noch gar nicht gelesen. Ich wollte die Sachen noch immer durchlesen, ne? Wollen wir das noch kurz machen? Ja, komm, machen wir das noch kurz. Was haben wir denn hier? Danke nochmal. Also hier Brokkoli natürlich nicht zu lange kochen, um Geschmack, Vitamine, Farbe zu halten. Handgemachte Donuts mit nicht so viel Zucker. Da sind einfach gar nichts drauf. Da ist man auch mal zwei. Vielleicht sollte ich noch einen kaufen, wenn man zwei isst. Nimm zwei. Fish and Chips, weil weltweit überall beliebt. Ist weltweit und überall nicht dasselbe? Egal. Aber nicht jeder weiß, wo es am besten schmeckt. Kommt von wo es ist, Debbie. Karamellcreme wackelt wunderbar. Locker, cremiger, köstliche Karamellsoße. Okay. Eier Kaviar hatten wir noch. Nur Menschen mit Stil wissen diesen exquisiten Genuss wirklich zu schätzen. Ich habe in meinem Leben noch nie Kaviar gegessen, deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Lachsmüllerin, Lachs nach französischer Art. Paniert, gebraten, dazu Petersilie und Zitrone. Spaghetti. Standard-Pasta-Gericht mit Fleisch und Tomatensauce. Dazu etwas Parmesan, aber es tut mir leid, aber ist es nicht einfach mit Tomatensauce? Ist es Bolognese? Okay. Das hatten wir letztes Mal schon. Weißbrot. Nicht ganz so gesund wie dunkles Brot, aber dafür so herrlich lecker. Ich liebe Weißbrot auch. Eine Wurst.
Okay, die hatten das mal schon. Gut, saftig, pink und fruchtig. Spritze ja aber kein Fruchtsaft in die Augen. Ja, das Erste, was ich denke an Grapefruit, nicht, dass sie bitter ist, nein, dass du sie nicht in die Augen spritzt. Wo sind wir denn hier? Okay, ich würde sagen, aber das reicht erstmal. Obwohl, wollen wir nochmal Schocki kaufen? Nein, wir lassen es erstmal so. Wir wollen hier verschiedene Sachen machen. Und jetzt will ich auch sagen, holen wir uns erstmal noch dieses nächste Mii auf die Insel, denn es hat sich noch jemand selbst erstellt. Okay, tatsächlich hat Slideplays vergessen, jetzt bei Spricht was einzugeben. Also ich sehe tatsächlich in der Auswertung nichts, deswegen mache ich jetzt eine Zufallsgerate zwischen 1 bis 8. Es kommt raus 1, also spricht sanft. Wenn das nicht stimmt, dann sagt mir gerne Bescheid, dann kann ich es im Nachhinein, glaube ich, auch noch ändern. Aber ja, let's go. Jawohl. Der Charakter von Slideplays, er ist ein Rekül. Charakter zurückhaltend, vorsichtig, stur, fluffgesteuert, nüchtern, intellektuell, nimmt jede Aufgabe ernst, ist sehr still, sagt aber, was er zu sagen hat. Bricht geltende Regeln nur selten. Hallihallo. Und. Als ob jetzt zurück ein Herz kommt. Das Problem ist. Alter, was ist denn hier los? Ey, ich spiele das zweite Mal jetzt hier und ich spiele das Ding hier durch. Was ist denn das? Hi Slideplays, ich nehme alles ziemlich ernst. Oh. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Schnürchen. Was hältst du von ihr und mir? Warum denn nicht? Ja, alles super. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Okay. Du kriegst gleich was zu essen, würde ich sagen. Oh, wir haben ein Haus. Eine Eilmeldung, hau mal raus, was gibt's? Eilmeldung. Nach langem Warten wurde nun endlich die Boutique auf Hochgräfi eröffnet. Im Laden gibt es jede Menge Kleidungsstücke, es werden verschiedene Stile wie... Oh, Bluespringer, schön am posen. Wir freuen uns schon auf euren Besuch. Bluespring konnte sich bereits vor der Eröffnung im Laden umsehen. Begeistert kommentierte sie. Ich bin mir sicher, dass ab sofort viele neue Trends hier auf dieser Insel ihren Anfang nehmen werden. Der Laden bekommt jeden Tag neue Sachen rein. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Danke fürs Zuschauen. Jawohl. Dann kriegst du gleich mal was zu essen. Bevor wir zum Herz gehen. Oh Gott. Ey, das ist doch falsch blöd, wenn es schon bei 3 oder so ist. Guten Abend. Als ob, es gibt ja noch keine Auswahl so. Was kriegst denn du? Du kriegst mal einen Fish and Chips. Weiß nicht, ob du das machst. Ich hoffe, du machst das. Schauen wir mal. Ja, scheinst du zu mögen, das ist gut. Was gibt's noch zu Neues von deiner Seite aus? Ich habe keine große Lust auf Abenteuer. Okay, muss man noch nicht haben, habe ich das Gefühl. Stühlchen, du bist ja gerade erst eingezogen. Was willst du denn jetzt schon? Ich habe mich in Marie verliebt. Ich muss es ihm sagen. Oh. Ja, es ist besser so, dass sich Kinder und Erwachsene nur innerhalb ihrer Altersgruppe verlieben können. Weißt du, das Problem ist folgendes. Es ist weird. Weil, wirklich, Schülchen zieht auf eine Insel, auf der ein Junge und ein Mädchen bereits sind. Und direkt so, oh, ich gönn mir den Typ. Es ist wirklich schwierig. Wollen wir entweder den... Lass eine Münze werfen. Lass eine Münze werfen, okay? Ich bin, oder lass einen Würfel werfen, ne? Sagen wir, die geraden Zahlen, also 1, 3 und 5, die ungeraden Zahlen ist oben und 2, 4 und 6 sind die unteren. Okay, wir machen das fair. Ich würfel hier in einem Schälchen. Eine 2. Tu es nicht. Oh. Warum bist du dagegen? Ach so, jetzt muss ich das auch noch sagen. Es ist zu früh. Das ist eine richtige Antwort. Weil... Oh, das ist schon traurig. Ey! Ich bin einfach nicht gut genug. Du bist gerade in dieser Insel eingezogen und jetzt machst du dir schon... Mein Vertrauen ist komplett zerstört.
Komm, du darfst ein Kaviar essen, ey. Oh Gott. Egal, was ich mache, ich mach's falsch, ey. Ich hab den Zufall entscheiden lassen. Okay, wenigstens machte sie das. Oh, nein, immer noch nicht. Komm, du kriegst was zu anziehen, okay? Wir gehen shoppen, ey. Alles Gute im neuen Jahr. Danke. Ein Kung-Fu-Shirt. Ein Mädchenkleid, Schriftzeichen-Shirt. Gibt's irgendwas Orangenes, was dir gefallen könnte? Militär. Nein, das sicher nicht. Faltenrock. Das sieht, weiß ich nicht. Maybe. Musterstrumpfhose. Rentierkleid. Mantel. Mantel, maybe. Obwohl, das ist ja eigentlich. Das ist orange, okay. Aber es ist viel zu teuer. Obwohl, warte, wir könnten erstmal Spenden sammeln. Vielleicht reicht's dann. Sonst nehmen wir. Naja, das ist eher langweilig. Snowboard. Boah, das Snowboard gefällt mir gut. Weihnachtsmannanzug ist auch fresh. Wir holen erstmal Spenden, okay? Sei noch kurz traurig, gleich ist wieder alles fein. Jetzt seht ihr by the way auch das blaue Zeichen, was ich im ersten Part meinte. Okay, wir müssen mal ganz kurz hier das hier machen. Spenden, let's go. 27 Euro, das ist viel zu wenig. Noch ein Ereignis, ein Battle Rap. Okay, dann schauen wir uns den Battle Rap an. Okay, dann schauen wir mal, was für Rhymes droppen. Dein Rap ist so schief, der braucht eine Zahnspange. Damn. Du siehst gleich zu, wie ich den Rektron erlange. Yeah! Mal wild. Wenn ich reime, dann reim ich wie ein Reimautomat. Okay. Verzieh dich, dann bleibt dir die Niederlage erspart. Damn! Meine Reime stürmen das Rap-Kapitol. Das Rap-Kapitol? Sag deine Rap-Karriere jetzt gleich wieder wohl. Boah, damn, richtig gut. Ich wusste gerade nichts, was auf Ol, was man so sagen soll. Paracetamol oder so vielleicht, aber Lebewohl ist auch gut. Wenn ich reime, dann reime ich auf Autopilot. Frische Raps hab ich ständig im Angebot. Boah, das ist ein wildes Battle hier. Was geht denn ab? Ich bin voll drin im Flow, es ist eine Pracht. Jungs, mit Gute Nacht kommt jetzt. Anders als du reime ich mit Bedacht. Ja, das war vom Flow-Pattern nicht so nice, aber der Rhyme war okay. Boah, ich konnte es 10 Stunden schauen, ne? Mein Style ist so cool, meine Reime abstrakt. Irgendwas mit abgehackt oder so. Abstrakt ist schwierig. Ja, gut, das ist jetzt kein krasser Rhyme. Abstrakt-Akt, das ist jetzt so... weiß ich nicht. Sag mir, willst du wirklich ein Rapper sein? Front. Schwein. Wo ist denn deine Crew? Oder bist du allein? Oha! Schau doch, was. Das ist Blue Spring! Das ist frech von dir, Stühlchen, ey. Wie eine wütende Wespe bin ich an dir dran. Ich dachte, du stehst auf den anderen, auf Mario. Ich bin der King und das merkst du irgendwann. Also, kann man nicht die beiden mittleren chippen, dann würde ich die zur Rap-Crew machen, ey. Die sind echt krass. Also, solange Rap. Hatte ich schon mal so lange? Battle Rap? Reimzertifikat birgt für Reimbrauchbarkeit. Reimbrauchbarkeit? Neid oder so. Flow ist eine Schande, die Himmelwärts schreit. Ja, die hören nicht mehr auf zu rappen. Was geht denn ab, ey? Ich rap nicht nur Sopran, ich rap auch im Tenor. Flor. Meine Raps sind, naja, mundgeblasen. Mundgeblasen? Bitte? Okay, wenigstens ein Win für Stühlchen. Aber ich glaube, Stühlchen, das hilft Stühlchen nicht, jetzt happy zu sein, ne? Was Problem ist, es ist so teuer, ich brauch mal, ey. Wollen wir nochmal ein Rap-Battle machen? Wer ist jetzt dran? Okay, wir machen jetzt ein Rap-Battle-Turnier, okay? Mein Flo ist frisch und klar, deiner Zerbilin. Deine Verse sind das Chaos, meine haben System. Meine Reime rahmst du dir zu Haus heimlich ein. Sag mir, willst du wirklich ein Rapper sein? Damn. Meine Reime sind cool, deine einfach beknackt. Deine Raps sind so platt, mein Flow ist Kontakt. Das war ein geiler Flow. Das war ein guter Rhyme auch, hat gepasst. Pass nur ab, bis ich dich in die Tasche steck. In die Tasche steck. Deine Reime auf Deck schlagen jedes Boot leck. What? Der Rhyme war weird. Vom Doppelt erstmal Deck und dann Leck. Das war sehr weird. Sag deiner Rap-Karriere jetzt gleich Lebewohl. Bei deinen Raps brauche ich Paracetamol. Meine Raps sind vital. Deine Reime sind wohl. Das ist aber auch strong. Auch strong. Deine Raps sind wie keine. Und meine sind Chlor.
Irgendwas mit Chor. Deine Mutter backt nicht so gut wie meine. Er geht direkt auf Mutter! Yo! Entspann dich, Slide Blaze! Alter, er geht direkt auf Mutter! Ah, ja, gegen dieses Spiel. Okay, wir müssen jetzt nochmal ein Rap-Battle machen. Ich will auch mal rappen hier, komm. Es rappen schwer, die beiden. Hä, kann auch mal ich rappen? Ja, okay, jetzt muss ich auch. Wenn ich jetzt gegen Slideblitz verliere, dann bin ich der Schlechteste von hier jetzt. Von, im Rap-Battle. Das darf nicht passieren. Hör auf mich, meine Skills kommen jetzt erst in Fahrt. Mhm. Voll. Jo, wenn ich rappe, werd ich superheldenhart. Okay, ich sag nichts dazu. Meine Reime stürmen das Rap. Das hattest du vorhin schon, du mein Rap ist so cool wie ein Eisbär am Pool. Boah, das ist fresh, ja. Aber Eori, der beide dasselbe von vorhin, ey, was soll das? Nicht nur einfach wiederholen, was soll das? Deine Raps sind wie Keime und meine sind flott. Ja gut, die hatte ich jetzt vorhin schon. Meines Teils entstehen im geheimen Reimelabor. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das geheime Reimelabor. Kann man machen. Deine Raps sind so platt, mein Flow ist kompakt. Meine Reime sind cool, deine Reime sind Yo, was ist ein Front, beknackt. In der Szene sind meines Teils legendär. Boah, legendär ist ein schwieriges Wort. Ich hab so viel Flo, ich mach mich nass. Digga. Wieso pinkelst du dich ein? Okay, wir müssen sagen, Slideblaze, tut mir leid, aber der große Rapster wird aus dir wahrscheinlich nicht mehr. Aber dafür... Ja... Dafür geben wir Stühlchen noch was zum Anziehen und schauen nochmal zu allen hin. Willst du noch was essen? Ein Donut. Komm, Donut hier. Du machst doch bestimmt einen Donut. Die Sache ist, das Problem ist, die anderen Sachen sind zu teuer, die guten. Und da sparen wir lieber, da würde ich sagen. Das ist, glaube ich, besser. So, machst du sogar auch. Und jetzt bist du wieder happy. Nicht traurig sein. Es geht mir schon wieder viel besser. Okay. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Ja, bitte, was kriege ich? Eine Spieluhr. Okay, die hätte ich ihr geben können. Aber gut, never mind. Gut, dann schauen wir doch kurz den anderen rein. Ich will spielen, aber erstmal... Oh nein, ich will nicht wieder zu Stühlchen. Sorry, Stühlchen, für die Störung. Ein neues Jahr beginnt. Das ist true. So, wir gehen mal wieder jetzt hier zu Blue Spring. Blue Spring, mit wem wir befreundet sein? Mit... Wem? Mit Stuhl oder mit Stühlchen oder mit... Oh, du hast da Drösel. Das Ding, das Brotkrümel. Ich tu das Brotkrümel weg. So, bitteschön. Wie sie geschaut hat. Cute. Du hast auch recht zu essen gekriegt, sehe ich gerade. Ich wäre so gern mit Slideblaze befreundet. Du willst mit Slideblaze befreundet sein? Dann stellen wir dich vor. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Die waren beide recht ruhig. Machen wir mal so... Gerüchteküche wäre, glaube ich, spannend. Schauen wir mal so. Was gibt's denn für Gerüchte? Hey. Hallo. Hey, Slideblaze. Hast du schon von dem gehört? Wie langsam die laufen. Ach ja. Ach so, ja. Nee, davon habe ich nicht gehört. Findest du spannend? Ja, Ah, sie haben sich angefreundet. Das ist wunderbar. Also hat auch keiner hier nicht befreundet hier. Wunderbar. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Sehr gerne. Das ist doch gut, dass es geklappt hat. Bitte, kriegst du noch was zu essen? Ein kleines Dankeschön. Was gibt's denn als Dankeschön? Ein Badeset, das ist doch süß. So, was gibt's? Kriegst du zu essen? Ist Spaghetti zu viel? Doch, kannst du das noch essen? Ja, okay. Weil sonst hat Bluespring nichts zu essen, das wäre gemein. Machst du gerne, okay. Und Level 2! Bist du die erste Person, die Level up ist? Ich glaube schon. Okay, Zufriedenheit hat sich erhöht. Das Level hat sich erhöht. Dann kann man dir was geben. Ein Lied, ein Objekt, eine Einrichtung oder eine Phrase. Ich glaube, Einrichtungen, diese normalen, finde ich tatsächlich nicht so spannend. Die gebe ich ungern eigentlich. Wir geben mal ein Objekt. So wie ich Bluespring kenne, ist, glaube ich, das Beste, was wir als erstes geben können, einen Meets-Meet-Coupon. Ich weiß, dass Bluespring sehr gerne Katzen mag. Aber wenn ihr mal sagt, nee, das Objekt ist richtig blöd, das mache ich gar nicht, dann können wir das auf jeden Fall noch umtauschen, das geht auch. Oder was anderes geben. Oh, Nachrichten von Bluespring. Eilmeldung.
Die Arbeiten am neuen Aussichtsturm von Hoogkreevli sind endlich abgeschlossen. Dieser Turm an der höchsten Stelle von Hoogkreevli bietet eine fantastische Aussicht über die Insel. In seiner Rede zur Eröffnung lobt es Leibnäs überschwänglich. Es weht immer ein frischer Wind und die Aussicht ist prima. Da bleibt man gerne auch mal etwas länger hier. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Vordrang. Dann können wir noch kurz hinschauen. Ist da jemand da? Ich glaube nicht. Nee. Wow, er kommt dir sehr gut an, der Turm. Damit würde ich sagen, war es das auch von dieser Folge von Tomodachi Live mit euch. Wenn ihr Bock habt, ein Teil des Projekts zu sein, mitzuspielen, dann, ja, kommt auf die Insel, indem ihr das Formular in der Beschreibung einfach einmal, ja, durchgeht und abschickt. Ist alles kostenlos, macht da gerne, sehr gerne mit. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch, beziehungsweise dich, Zuschauer, gerne als weiteren Bewohner auf der Insel sehe. Denn es geht schon einiges ab hier. Die Spiele gibt es auch wieder welche. Aber ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Und ich sage danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zickerflick. Tschüss. Das war's von diesem Part von Tomodachi Live mit euch. Und deshalb sag ich tschüss. Bis